Ja, ich bin 15, deswegen. Ah, nee, boah, Dortmund, sehr, sehr schön, euch zu sehen. Geil, die Lichter sind so schön. Ich habe ein paar Fragen, weil ich sehe nicht alle durch die Wand. Wer ist Lisa? Ah, ist wichtig. Ja, ich habe ein paar Fragen, Lisa. Du bist Lisa? Krass, du siehst genauso aus, wie ich mich vorgestellt habe. Boah, ich habe gerade eben so gefragt, so, ey, wie sieht Lisa aus? Der so, ich glaube, die ist blond. Lisa, du bist Lehrerin? Du bist Lehrerin. Ja, ich rede trotzdem weiter mit Lisa. Warte. Was machst du beruflich? Ich bin Juristin. Ja, genau. Welches Semester? Oder arbeitest du schon? Ich bin schon fertig. Du bist schon fertig? Respekt. Ich nicht. Ich bin mit 22, ne? Was? Wer ist 22? Du? Also nein, nicht so, aber du bist mit 22 fertig mit dem Studium. Ey, ich bin verwirrt. Egal, warte. Du, also Lisa ist Juristin. Okay, mit wem bist du heute da? Rieke. Hast du gerade überlegt? So dieses... Rieke. Heißt du wirklich Rieke? Okay, perfekt. Vielleicht hat sie sich ja vertan. Deswegen. Nein. Bist du auch Juristin? Nein, was bist du? Lehrerin. Ich wusste doch, da in der zweiten Reihe war. Ich hab's gemacht. Aber nee, ich meine schon, guck mal, du bist Geschichtslehrerin? Ja. Ich bin gut, warte. Du bist Geschichtslehrerin und Bio. Ah, aber? Welche Frage? Französisch? Ah, natürlich, parle français. Ah, ich nicht, hör von. Das ist ehrlich, boah, okay, sehr, sehr schön. Wie lange schon Lehrerin? Also bist du noch im Ref? Bist du fertig? Schon fertig. Nein. Gefällt dir der Beruf? Ja. Hammer. Hast du eher Mittelstufe oder Oberstufe? Beides. Gymnasium, Gesamt? Ja. Gesamtschule. Gesamtschule, okay, finde ich top. Ich sag's nur, weil ich hatte mal so den Gedanken, auch Lehrer zu werden. Mein erster Gedanke war aber, so Grundschullehrer zu werden. Aber dann habe ich mir nochmal so Gedanken gemacht, ich so, boah, so, wenn ich es mache, dann will ich es für immer machen, so. Aber 40 Jahre, jeden Tag hören sie die. Halt das Maul! So wisst ihr ja, was soll ich so einem kleinen Mixer sagen? So? Also, das ist doch so. So, was soll ich denn machen, wenn er zu mir kam? Aber wieso habe ich eine 5 in dem Vokabular? Weil du dumm bist. Tut mir leid, deswegen, ich würde eher Oberstufe so unterrichten, weil von denen kommt eh die Hälfte nicht so. Deswegen, das passt dann. Aber ich finde es interessant. Lehrer ist ein cooler Job, wenn man's macht. Mhm. Lehrer sein ist ein cooler Job. Magst du es eher, Lehrerin zu sein? Ja. Ja? Was war das nochmal? Welche Fächer? Englisch und Religion. Englisch, Religion. Ach. Bist du beliebt bei deinen Schülern? Merkst du, ne? Ihr habt die nicht gesehen, die war so... Also. Ich schätze schon. Du schätzt schon? Ich schätze schon. Ja, kommt drauf an, was für Noten du verteilst, ich bin dir ehrlich. ist so. Nee, aber also ich habe Respekt auf jeden Fall vor allen Lehrern. So, also, guckt euch kurz die beiden an. Die kümmern sich um unsere Zukunft, also ich wollte es nur gesagt haben. Ne? Du bist echt die Einzige, die jubelt die ganze Zeit. Du bist eine heftige Supporterin. Ich lieb's. Aber es ist schön, dass du gute Laune haben. So, auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass du gute Laune hast. So. Deswegen ist es ein sehr, sehr schöner Job. Wisst ihr, so, man geht einfach nur auf die Bühne und man sieht einfach nur lächelnde Gesichter. Ehrlich, das ist mega schön. Ey, nur kurz, ihr beide, ne? Nicht ihr, ihr. Vorhin, als die Frage, ich weiß nicht, wer nochmal gefragt hat, wer putzt gerne? Robin hatte das gefragt, ne? Wer putzt gerne? Du hast so schnell auf den Boden geguckt. Du hast so schnell, also so dieses... Was? Nee, der... Du. Ja, genau. Du. Aber als gefragt wurde, ob eure Frauen gerne putzen, du hast so... Sie eher weniger? Nö, gleich. Gleich? Ja. Das musst du gerade sagen, oder? Nein, aber wisst ihr so, man kann sich einfach so unterhalten, so in einer schönen Runde, wisst ihr, das so, wie bei mir zu Hause, wisst ihr, mit meinen Geschwistern einfach so. Das ist einfach mega, mega schön so. Deswegen, ich liebe es einfach so. Also natürlich kommt es darauf an, was für Jobs man davor hatte, was für eine Erfahrung man hatte. So zum Beispiel hat aktuell irgendjemand einen Job, den er nicht mag. Boah. Ich finde es sehr schön, dass du dich meldest. Ich habe diese Frage vielleicht 30 Mal gestellt, noch nie hat sich jemand gemeldet. Bitte, was machst du? Ich arbeite bei der Stadt. Hammer! Was machst du bei der Stadt?
Ich bin der Arsch, der Bußgeldbescheide nach Hause bringt. Guck mal, du hättest doch lügen können, weißt du? Weißt du, was ich meine? Und du setzt dich in die erste Reihe? Oh, wie heißt du, mein Lieber? Dominik. Dominik? Ja. Krass, das ist eigentlich ein sympathischer Name. Wie alt bist du, Dominik? 28. In so jungem Alter hast du dich entschieden, so unbeliebt zu werden. Nein. Ah, krass, aber Bußgeld. Aber findest du, guck mal, wenn, was für Bußgelder sind das genau? Bei Autos, weißt du? Alles, was nichts mit dem Auto zu tun hat. Alles, was nicht mit dem Auto zu tun hat, ja, zum Beispiel. Wenn du draußen hinpinkelst, einfach so, dann schicke ich dir einen Bußgeld. Was war die letzte Strafe, die du gegeben hast? Wann war die? Gestern. Was war gestern? Also, was war's? Ich glaube, irgendeiner deinen Joint geraucht hat. Ja. Wir kennen uns! Ich wusste es! Ich wusste, wir kennen uns! Aber war der auch high schon so oder war der, hat er gerade angefangen? Nein, also ich bin der Typ, der. Du hast gekippt. Ich halte Daumen hoch oder Daumen runter. Die armen Socken, die draußen rumlaufen, das bin ich nicht. Ich mache nur im Büro Daumen hoch, Daumen runter, ohne dass mich jemand. Ach so, du bist im Büro. Ja. Also bist du doch nicht der Bastard, der das Ticket verteilt. Ja, ich bin der Bastard, der es aufhalten könnte. Aber du kannst es ja aufhalten. Du hast die Macht dazu, es aufzuhalten. Ah ja, bin ich. Er macht dich nicht fertig. Das ist voll geil, Alter. Hey! Gib mal einen fetten Applaus für Dominik, Leute. Das ist halt. Eine kurze Frage, also ihr könnt kurz entscheiden, entweder stellt ihr euch kurz Geschichten von mir selber so, oder, also ich feiere euch eigentlich gerade ein bisschen mit euch selbst. Ihr seid sehr, sehr cool drauf. Du, Bruder. Ich. Ja, genau. Wie heißt du? Reza. Ja. Wie alt bist du? 31. Mit wem bist du da? Wer, was ist dein Problem? Was ist da an jetzt? Weil ein 31er ist? Alles über 30 ist gut. Alles über 30 ist gut? Ich bin 20 und ich kann das bestätigen. Spaß, ey. Boah, über 40 sonst gar nichts, Alter. Ich bin echt. Haben wir über 40 Leute da? Reza, deine Begleitung? Mit wem bist du heute da? Bist du auch Lehrerin? Nein, mit der Lehrerin. Woher hat sie seine Reaktion? Nein! Auf safe nicht gut. Guck mal, was, wenn ich ihn jetzt nicht frage? Was machen wir dann? Ja, merkst du, ne? Ich bin hier jetzt vorne. Ich stelle die Fragen, nicht du. Boah, darf ich raten kurz? Kannst du mir irgendeine Richtung geben? Kurz irgendeinen Tipp? Auch Lehrer. Nein, er hat gesagt, er ist kein Lehrer. Aber machst du auch was mit Kindern und so? Nein. Hast du gerade Däne gemacht? Ja. Bist du Polizist? Ja. Also, guck mal, ich will jetzt eigentlich nichts sagen. So, ich glaube, so, wenn Steffen und ich so nebeneinander stehen, so, er ist dein besserer Freund, glaube ich. Wie lange machst du das schon? 3 Jahre. 3 Jahre? Bestimmter Bereich, also Streifendienst oder Bundes... Streifendienst. Ja. Gab es irgendwas Lustiges, so dein lustigster Einsatz? Irgend so wirklich... Guck mal, das ist ein geschlossener Raum, niemand sagt irgendwas. Irgend so ein Bastard, irgend so ein Opfer, was, wo du dachtest... Oder wirklich? Ja. Kannst du irgendwas erzählen, was nicht intern gedingst ist? Deutsch gut. Da war meine Geschichte, da sollte jemand pinkeln und der konnte nicht pinkeln. Und dann hat er angefangen, sich herumzuspielen. Und der pinkeln kann, hat gesagt, kannst du mal aufhören? Der wollte pinkeln, konnte aber nicht. Hat er angefangen ein bisschen zu spielen, damit er pinkeln konnte. Wusste er, dass nicht Pinkeldings rauskommt, wenn er weiter macht. Dann hast du Dominik angerufen, ob du dem Strafzettel verteilt hast. Oh shit. Darf ich noch ein bisschen oder? Ich weiß nicht, wie die Zeit gerade ist. Bei 10 fast? Okay, ja, dann würde ich nur sagen, Dortmund, ich hoffe, ich komme nächsten Monat wieder. Ey, ihr seid mega, mega cool. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön.